Aber aller guten Dinge sind jetzt vier. Ich brauche immer mehr Takes. Egal. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar Major Hot Wheels Haul Part 2. Ich war wieder unterwegs, aber das ist noch nicht alles. Heute gibt es ein Mystery Box Unboxing, wenn man das so sagen kann. Und deswegen werden wir jetzt auch gar nicht weiter darüber quatschen, sondern einfach reintauchen. Ihr seht hier bereits meinen kleinen Drehteller. Das bedeutet, wir werden auch ein kleines Showcase machen. Also wir starten jetzt einfach mal rein. Wir haben eine ganze Menge Autos zum Covern. Ich war heute unterwegs und ihr habt das ja im Thumbnail schon gesehen. Vier Boxen Hot Wheels. Oh mein Gott, Holy Grail. Ich habe mir gedacht, was geht ab? Und ich habe gleich reingetaucht und ich zeige euch jetzt mal, was da dabei war. Unglaublich. Also wir fangen einfach mal an. Viele haben ihn schon gesehen. Ich habe jetzt einen zweiten Gold zum Auspacken und zwar den Nissan GT-R R35 und den werden wir auch gleich auspacken. Ich habe einen für mein Regal und einen zum Auspacken. Der wird modifiziert, customized, denn es ist ein Paket unterwegs zu mir. Das wird sehr interessant für euch Leute. So. GT-R R35. Jetzt mal ohne Verpackung. Einfach nur ein schönes Auto. Wunderschön gemacht. Tempos vorne und hinten drauf. Ja, die Dinger heißen Tempos, bin ich jetzt drauf gekommen. Also wie Tempotaschentücher. Einfach nur genial. Okay, aber wir haben eine ganze Menge zum Covern. Deswegen springe ich jetzt auch gleich weiter. Nächster ist ein McLaren P1. Den suche ich schon länger. Der ist ziemlich cool. Ich mag den P1, ich finde, der ist sehr futuristisch und deswegen kommt er definitiv in meine Sammlung. Schön in schwarz, so wie es gehört. Nächster ist ein, ja, den haben wir auch schon gesehen. Der wird auch ausgepackt und zwar ein Mazda RX-7. Ich kaufe maximal zwei Stück von jedem, was ich sammeln möchte. Eins zum Auspacken, eins zum am Regal in der Karte an ins Regal hängen. Ich bin, glaube ich, mit der Kamera, wenn diese oben ist, ist nicht ganz so positiv. Ich werde mal hier ein bisschen runterfahren. Awesome Kamerafahrt. Die gibt es gratis dazu. Mein Saft mal ein bisschen weg. So. RX-7, ich finde einfach, die Wheels sind einfach schön. Das ganze Ding ist einfach schön gemacht. Bis auf die Tempos, die hinten fehlen. Aber ansonsten, tolles, tolles Teil. Stellen wir die mal so daher. Next one ist ein Matchbox. Und zwar ein netter kleiner VW-Bus. Ein Transporter mit Ladefläche. Ziemlich cool. Den muss ich auch auspacken. Wir haben eine kleine DLM-Party heute hier. Ich hatte eh schon lange keine DLM-Party mehr. Also eine Diecast Liberation Movement Party. Das sind die Leute, die die Sachen auspacken. Befreit die Autos. Matchbox macht sehr schöne Autos. Vor allem mit der Detailverliebtheit, die sie haben. Einfach nur genial. Finde ich super toll. Man sieht auch hinten Nummernschilder drauf, Lampen, alles eingezeichnet. Schönes Grün. Einfach ein wirklich nices Fahrzeug. Da könnte man ein bisschen ein Touch-Up machen, da fehlt ein bisschen Farbe, aber das werden wir dann beim Detailen machen. Nächster ist ein, der wird auch ausgepackt, Mustang 67er. Ich liebe Mustangs. Mustangs sind einfach nur grandios. Den wollen wir gar nicht lange in der Packung lassen. Wunderschönes Rot. Schöne Rally-Stripes. Racing Stripes. Ein tolles Teil. Leider kommt über die Kamera das Rot nicht ganz so zur Geltung. Es wirkt eher ein bisschen pink. Es ist halt wirklich ein schönes Feuerrot. Kann man definitiv so stehen lassen. Wird aber von mir definitiv noch gecustomized. Nächster ist, haben wir auch schon mal gesehen, ist ein Fair Lady Z von Advan. Auch der wird ausgepackt. Ja, komm schon. Er will nicht raus.
Der will in seiner Packung bleiben, um jeden Preis der Welt. Aber nicht mit mir. Bleibst du drauf? Dieses Schwarz ist einfach nur wow. Dieses Schwarz ist super fein. Und ich mag die lizenzierte Werbung drauf. Ich finde den 240Z sowieso einfach nur genial. Schön tiefschwarz. Wirklich nice. Nächster ist ein, kann man auch schon gesehen, Custom Datsun 240Z. Auch ebenfalls einer zum Auspacken. Ja, definitiv. Noch gescheit schauen, ob ich den als Karte habe. Übrigens, ich hoffe, ihr seid alle dabei am Sonntag beim ersten Hot Wheels Championship Race Day, wenn es um die ersten Punkte geht. Man sieht da, die Tempos haben einen kleinen Fehler hier. Das ist jetzt eher unschön, aber die Farbe ist sehr schön. Da kann man echt nichts verkehrt machen mit. Ein wirklich schönes Teil, bis auf diesen Tempo-Fehler hier oben. Aber das kann man ja beheben. Dann hätten wir nochmal einen, das ist der zweite, der bleibt kartet, der bleibt zugepackt für die Sammlung. Der nächste bleibt wahrscheinlich ebenfalls kartet, ist ein Magnus Walker Käfer Racer. Auch den hatten wir schon, aber ich fand ihn einfach so gut von Urban Outlaw. Serie Legends of Speed, einfach nur genial. Finde ich einfach cool. Dann haben wir, an den habe ich lange gesucht, und zwar der Datsun 510 Rally Edition von Matchbox. Der bleibt auch vorerst nochmal verschlossen. Da weiß ich noch nicht ganz genau, was ich mit dem vorhabe, aber auf jeden Fall mal in die Sammlung rein damit. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Also wenn ihr den findet, der ist stark frequentiert, den braucht, den will jeder haben. Also nehmt ihn mit, wenn ihr ihn findet. Danach haben wir ebenfalls wieder etwas, was wir schon gesehen haben, und zwar den Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Auch den können wir ruhig auspacken. Ich finde ja mit diesem Modell, er ist zu dünn vom Körper her. Er ist nämlich dünner als der 240Z oder der Fidelity Z. Und ich weiß, sie müssen ihn in diese Größe packen irgendwie, aber ich finde, er ist einfach zu dünn für eine G-Klasse. Die G-Klasse ist eigentlich ein recht breites Fahrzeug, aber nichtsdestotrotz ein sehr schönes Modell. Leider ohne Interior, aber hey, 6 Wheels zum Preis von 4. Schauen wir mal ein bisschen runter, ein bisschen besser sieht. Zwei haben wir noch und dann geht es auf die Mystery Box. Der nächste ist ein Dodge Challenger SRT8 in Pink, aber ebenfalls ein sehr schönes Fahrzeug. Vorne Tempos drauf, hinten Tempos drauf. Matchbox macht wirklich keine halben Sachen. Also da muss ich sagen, ist Matchbox wirklich um einiges besser als Hot Wheels, weil sie einfach sich mehr um die Fahrzeuge kümmern, mehr Liebe reinstecken, mehr Tempos drauf machen. Kosten halt auch eine Spur mehr, aber zumindest in den meisten Läden, aber einfach genial. So, der letzte, und das finde ich ist das Sahnestückchen dieses Hauls, ist ein Custom 67er Pontiac Firebird. Und zwar ohne Lackierung. Das, was ihr seht, ist nur Klarlack überzogen über das Casting. Man sieht hier auch die ganzen Kratzer noch drin im Casting von der Herstellung. Ohne Motorhaube. Dieses Ding ist einfach genial. Keine Tempos, gar nichts drauf, außer auf der Seite und oben auf dem Motorhaubenteil, also auf den Rändern. Also ganz ehrlich, wow, dieses Ding finde ich einfach toll. Ich glaube, die heißen Zamac, wenn ich mich nicht irre.
eine eigene Serie, aber einfach nur genial. Sie hätte auch einfach eine Silberne Lack drauf knallen können, aber nein. Sie haben ihn so gelassen, wie er ist. Dankeschön, Mattel. So, das war der Major Hot Wheels Haul. Er hat jetzt schon 10 Minuten gedauert. Aber wir haben ja noch was. Und zwar habe ich heute ein Mystery Box Paket bekommen. Derjenige, der es mir geschickt hat, der weiß es auch. Ich muss hier nochmal schnell hier ein paar bisschen datenschutzrechtlich alles ein bisschen. Hätte ich eigentlich vorher machen können, ich Idiot. Aber egal. So, aber jetzt haben wir es. Ein Mystery-Paket. Ich weiß gar nicht, ob es. Es geht ja nicht mehr auf die Kamera. Ich werde es einfach ein bisschen höher stellen, die Kamera. Achtung, Kamerafahrt. Wir brauchen ein Schneidewerkzeug. Ich bin schon sehr gefallen, weil ich weiß, was drin ist, ihr aber noch nicht. Ich habe nämlich über die Telegram-Gruppe Diecast Social Club, die wir ja ins Leben gerufen haben, mit einem User getauscht und ich bin sehr begeistert darüber. Ich freue mich total, das hier endlich zu unboxen und wenn du das hier siehst, das ist dein Paket. Du weißt es, dass es dein Paket ist. Ah, das ist in der Mitte. Ich hoffe, mein Paket kommt auch bald an. Müsste aber theoretisch heute oder morgen ankommen. Was ist da drin? Das wird jetzt interessant. Ich mache. Da kommt gerade nochmal Post. What? Moment kurz, Leute. Nein, war keine Post, war nur der Hauswart. Also, was haben wir da drin? Das sieht aber. Das sieht wirklich interessant aus. Oh mein Gott, wie cool. Ich freue mich total. Was haben wir hier? Now and Then. Then and Now 2018. Was ist das wohl? Ein Factory Error. Wuhu. Und zwar einer 55er Corvette. Ich danke dir vielmals für dieses Teil. Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Das ist genial. Hier fehlt nämlich die Scheibe. Und ach, ich bin total begeistert. Wunderbar. Und das ist das Sahnestückchen. Komm raus da. Der BMW 57 IL von Tomorrow Never Dies. Einer meiner Lieblings-James-Bond-Filme. Ja, ich weiß, er ist nicht der beste James-Bond-Film. Er ist far from it, aber ich finde dieses Auto einfach so genial. Ich bin normal kein Fan von BMW, aber das ist einfach nur cool. Hinten sogar mit einem kleinen Pierce Brosnan drin. Wunderbar, wunderbar. Kann man sogar aufmachen. Ich bin ganz vorsichtig. Vorne die kaputte Scheibe. Der wird ausgestellt an einem Ehrenplatz. So cool. Mit den Raketenwerfern drin. Einfach nur genial. Vielen, vielen, vielen Dank. Das Ding ist wirklich cool. Das bleibt aber auch so schön zu. Wir haben aber noch mehr da drin. Das ist kein Verpackungsmaterial. Da sind Autos drin. Oh, endlich. Wuhu. Über den wird es ein Restoration-Video geben. Definitiv. Den werde ich restaurieren und customizen. Denn man sieht, die Achsen sind ein bisschen verbogen. Rollt nicht mehr schön. Aber einfach nur ein geniales Casting, das mir sehr gefällt. Und deswegen vielen Dank für den. Next one on the line is... Oh, endlich. Ein Aston Martin DB5. Aston Martin DB5 007 Edition. Ohne Scheiben.
Ein solides Casting hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, aber ein sehr schönes Casting. War mal wohl auf einer Platte montiert. Wird definitiv noch ein Makeover bekommen. Da wird es ein eigenes Video dazu geben. Weiter geht's. Nächster. Jetzt sind wir schon fast durch. Alle Leute, die es bis hierher geschafft haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid Hardcore-Fans. Ein Barracuda. Ein Dodge. Ein Barracuda, ja. Einfach nur genial. Auch hier sehen wir, da müssen wir auf jeden Fall einiges reparieren, einiges machen. Aber das sind Projektautos, die werden definitiv noch customized und restauriert. Deswegen habe ich sie auch genommen, weil ich einfach das einfach gern mache. Wir haben es aber noch nicht hinter uns. Ja, das ist er, das ist er, das ist er, Chevy! Oh mein Gott, wie genial. Aber auch hier sehen wir wieder, dass die Reifen, also die Achsen auf jeden Fall schon bessere Tage gesehen haben. Nur. Aha, okay, der hat ein Kunststoffbody. Da muss ich beim Customizen und beim Restaurieren aufpassen. Grundsätzlich aber kein Thema. Da werde ich vielleicht ein eigenes Video dazu machen, wie man Kunststoffbodies restauriert. Weil man da nicht so aggressiv sein kann wie bei den Metallbodies. Zwei haben wir noch. Oh ja, das ist er. Ich bin jetzt stolzer Ferrari-Besitzer. Ein GTO. Einfach nur 250er GTO sogar. Ebenfalls ein bisschen beat up. Hat schon viele Tracks und viele Crashes gesehen, aber der wird hoffentlich am Ende der Restauration wirklich genial aussehen. Und der letzte ist, ich glaube zu wissen, was es ist. Oh ja, genau. Boah, der ist massive. Der ist ja riesig. Die Tuned Version eines Mustangs Mark I mit verdammt großem Motor drin. Ziemlich cool. Ich danke dir vielmals. Großes Shoutout an dich. Danke dir, Carlo, dass du mir das geschickt hast. Ich bin wirklich hellauf begeistert. Ich hoffe, mein Paket kommt bald an und dass du dann ebenfalls viel Freude mit deinen neuen Modellen haben wirst. Also, wir sehen, es war heute ein Major Haul. Es war ein Major Day und ich freue mich total darüber. Demnächst wird es hier auch ein bisschen in meiner Werkstatt ein bisschen ein Upgrade geben. Ich werde mir wieder mal seit langem meine Airbrush zulegen. Meine ist damals leider kaputt gegangen. Aber ja, das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Das Video hat jetzt bereits 18 Minuten und Leute, ich entlasse euch jetzt wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wirklich genial, Major Hauls. Also freue mich total darüber und inklusive eines Factory Errors. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dran, teilt meine Videos, subscribt meinen Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Und kommt in unsere Telegram-Gruppe. Sie wird in der Description verlinkt werden. Telegram-Gruppe Diecast Social Club. Da geht die Luzi ab. Da ist die Kacke am Dampfen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich ordne die jetzt mal ein auf meinem Regal. Und bis dahin, Leute, viel Spaß.